Schlägerei nach hinten. Die Führung übernimmt in diesem Fall Matthias Schopaniak, der hier nach hinten durchgerutscht, würde ich mal so klassisch sagen. Gut sortiert und die letzte Runde steht an. Jetzt gibt es vielleicht mal einen Angriff von Schepaniak, jetzt vielleicht mal die letzte Chance, Afghan Gala, aber nein, das reicht.